Es tut mir leid. Ich war viel beschäftigt, aber ich habe euch nicht vergessen, meine lieben Alkoholiker. Seid ihr noch brav besoffen? Fahrt ihr schön betrunken Auto? Verschmutzt ihr schön die Stadt und pinkelt überall hin? Wie es sich als Asozialer gehört? Bestimmt, ich bin mir sicher. Aber was sie nicht tun, ist besoffen arbeiten. Und das werden wir heute ändern. Denn in Saranov Industries, da arbeitet man nicht nüchtern. Unter einem Promille ist nicht. Nee. Aber erstmal habe ich die Verkehrsstelle von letztem Mal gefixt. Jetzt kann der Verkehr doch nach hier abfließen und es trennt sich voll so und flutscht und rutscht und ist geil. So, als erstes würde ich sagen, zu viel Grün. Ich habe mich für ein trostloses Braun entschieden, weil es soll sich halt ein bisschen abheben von der Stadt, ne? Die Stadt ist voller Asphalt und hier hast du Sand. Trostloser, toter Sand. Mit ein paar Bäumen dazwischen, die ich wahrscheinlich nach und nach noch entfernen kann. Weg mit euch Bäumen. Obwohl die Bäume theoretisch eine Daseinsberechtigung hätten als Toiletten. Und wie wir wissen, betrunkene Menschen brauchen Toiletten. Aber, ja, wir sind ja hier in the City of Vodka, da wird einfach überall hingepisst. Da braucht man keinen Baum, da braucht man, ja, eigentlich nur eine volle Blase. Das reicht. Da, wo man dann halt steht, ne? Passt schon. Und da ist mir eingefallen, da gab es ja ein Problem letzte Mal, fast vergessen. Alkoholiker haben ja allgemein nicht die höchste Lebenserwartung. Ist okay, ich gehe mal so nach dem Motto, sie hatten ja wenigstens ein glückliches Leben. Aber wir sollten ihre Leichen irgendwie in den Fluss schmeißen oder sowas. Verbrennen, keine Ahnung, was man damit macht. Und das passiert offensichtlich nicht schnell genug. Also kümmern wir uns mal darum. Wir sehen, die Friedhöfe sind nicht wirklich ausgelastet, was komisch ist. Aber ja, wahrscheinlich, ja, wir haben nur einen Friedhof. Das ist wahrscheinlich so wenig einfach. Und da wir die Stadt ja eh noch nach dahin erweitern und Friedhöfe kannst du eigentlich überall hinbauen, bauen wir nochmal einen zweiten und vor allem noch Krematoriums, damit wir unsere guten Bewohner wegbrutzeln. Ich meine, eigentlich würde ich am liebsten irgendwie so ein Restaurant draus machen. Ich frage mich, ob es einen Mod gibt, wo man so ein Krematorium bauen kann. Das sieht dann aus wie so ein McDonald's oder sowas. Mysterious Meat. Wir bauen gleich mal zwei, dann können unsere Bewohner verbrannt werden. Das ist doch gut. Und an sich müsste ich mich eigentlich auch um alles kümmern. Also eigentlich läuft es top in der Stadt. Ich meine, ich mache 24.000 Profit. Ich habe 20.000 Bewohner. Das ist echt, echt krass. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich überhaupt gehen will. Das heißt, ich könnte ein bisschen expandieren. Ich kann Industrie bauen. Ich kann alles bauen. Und ich weiß gar nicht, was. Ja, ich sollte diesen Bereich kaufen, diesen Bereich. Und das sollte erstmal reichen. So, der Plan ist, dass wir in diese Kreisverkehre, die wir hier überall haben, kleine Alkoholiker-Oasen erschaffen, wo halt unsere Arbeiter hingehen können und sich halt, ja, für den Dienst vorbereiten mit einer ordentlichen Pulle Wodka. So, einerseits gibt es die Wodka-Tanks, da können die Leute halt rangehen und sich halt einen frischen Wodkachen absapfen. Davon brauchen wir auf jeden Fall genug, weil hier arbeiten ja ein paar, ne? Eine Wodka darf es ja nicht mangeln. So, ich habe den wunderbaren Parkplatz-Flair eingebaut. Da, wo sich die Asozialen halt wohlfühlen. Mit ein paar Einkaufswagen, weil allgemein ist es ja der Parkplatz eines Aldis oder Lidls, wo man sich besäuft, ne? Drumherum ist halt der Schmutz, damit sie sich wie zu Hause fühlen. Ja, das habe ich schon erwähnt, da können sie dann ihren Wodka absapfen. Gibt auch ein paar Deko-Elemente und in der Mitte steht eine Kuh zum Schubsen, falls einem mal langweilig wird. Das alles werden wir jetzt einfach kopieren, weil ich habe keinen Bock, alles jedes Mal neu zu platzieren. Das habe ich in der letzten Folge gemacht und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich ja auch Copy and Pasten kann. Oh, hier funktioniert sogar Steuerung Z und so. Das ist super praktisch. Und dann platziere ich das an die anderen Orte und schwupps ist die Oase überall und alle Arbeiter können sich wunderbar besaufen. Man kann es einfach hier hin platzieren, aber es wird nicht ganz passen, weil ich glaube... Obwohl es geht. Die Kreisverkehre sind halt alle ein bisschen unterschiedlich groß. Ich meine, wer auch immer das gebaut hat, war definitiv besoffen. Hahaha, nein, ich bin in der Aufnahme nicht besoffen. Die Wodka-Oasen sind gemacht und platziert. Nice. Ich hatte gerade eine sehr freudige Entdeckung. OBS schaltet einfach mein Mikrofon aus, so ganz spontan. Und es waren die letzten drei Aufnahmen ohne Mikrofon, also muss ich nochmal wiederholen, was ich gerade eben gemacht habe. Yay. Technik. Geil. Mit den Wodka-Oasen muss man im Industriegebiet gar nicht mehr so viel machen, weil einfach so ein Industriegebiet ist halt einfach schon sehr, sehr trostlos. Da arbeitet man und besäuft sich, so soll es sein. Aber ich habe die KSK-Pumpen noch erweitert. Da wird jetzt auch noch Erdwodka hergestellt und noch mehr Plastik, damit ich noch mehr Kohle kriege. Und ich habe einen Güterbahnhof hingestellt. Dann können die ganzen Güter auch von dem erweiterten Industriegebiet ins Ausland transportiert werden, damit die ganze Welt unseren guten Wodka genießen kann. Außerdem habe ich hier hinten ein Lagersystem angefangen,
und eine Tupperfabrik. Denn wir alle wissen, die besten Tupperwaren kommen von Alkoholikermüttern. Meine Tupperpartys waren doch saufen und Tupper kaufen, oder? Du passt doch Wodka gut rein. Außerdem wird dadurch jetzt dieses Lager benutzt, was ich in der letzten Folge gebaut habe, ich glaube. Ja, es gab nur zwei Folgen. Da wird jetzt die Tupperware hingefrachtet. Ne? Und kann dann direkt verkauft werden an die Alkoholiker, damit sie ihr Wodka in Tupperwaren verpacken können, um dann den Wodka einzufrieren, um ihn haltbar zu machen. Oder irgendwie so. Und warum ist dieses eine Haus gelb? Wow, kotzt mich das an. Alles ist grau und braun und dieses eine Haus denkt sich, es darf gelb sein. Was? Alter. Oder diese Reihe hier. Ich meine, wer kommt auf die Idee, einen Donutshop neben einen Donutshop neben einen Donutshop neben einen Donutshop aufzumachen? Sehr nah zu zwei weiteren Donutshops. Aber gut, was erwarte ich in einer Stadt voller betrunkener Menschen? Ich habe jetzt auch mal hier die Stadt weiter erweitert. Es gibt hier einen weiteren Kreisverkehr, der für sehr kraftvolle Autos gedacht ist. Und dieses Auto muss eine echt krasse Handbremse haben. Uiuiui. Und auch hier diesen Kreisverkehr. Ich überlege auch noch hier einen Kreisverkehr zu bauen. Ich meine, ja, wie ihr seht, baue ich Kreisverkehre an die Autobahn wie blöde, aber dafür habe ich auch einen guten Verkehrsfluss. Ne? Alles lohnt sich. Hier können jetzt neue Leute einziehen und ich muss mal auch gerade sagen, huiuiuiui, mache ich viel Kohle. Ich weiß gar nicht warum. 32.000 plus 34.000. What the fuck? Warum mache ich so viel Geld? Ich baue ja nicht mal wirklich hardcore-effizient, so. 22.070, woher kommen diese Zahlen? Kann mir das einer erklären? Hat jemand dieses Add-on? Weil, ich verstehe es nicht, ich finde nirgendwo diese Werte. Weil, das ist ja nur für diese Lagerhäuser und einzigartigen Gebäude. Ölgebäudinger hier, da kann ich hier gucken, da sehe ich es dann. Da sehe ich, was halt so viel kostet und, woher, ne, diese... die Ausgaben kommen, warum auch immer das importieren muss. Aber egal, es macht 11.000 Profit, nicht schlecht für dieses kleine Ding. Wenn man zufälligerweise einen riesen Vorkommen hat an Erdöl, ist das natürlich ganz praktisch. Aber jetzt kümmern wir uns mal ums Gaswasser-Scheiße. Seit lang dachte ich irgendwie, es gibt ein Problem mit Pistolen, weil das Ding sieht aus für mich wie eine Pistole, irgendwie Kriminalität, aber das ist ein Rohr, wo Kacke rausfließt, oder? Ja, da fließt Kacke raus. Dann pumpen wir mal die Kacke ins Wasser. Da, wo sie hingehört. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen erweitert, dass hier noch mehr Industrie aus dem Boden schießen kann. Und was lustig ist, hier hat sich die Verkehrssituation extrem beruhigt, aber der Güterbahnhof ist extrem beliebt. Ich glaube, da brauche ich noch einen zweiten. Ja, sonst wird sich das hier ein bisschen aufstauen. Und wahrscheinlich muss ich den hier hin machen, weil sonst habe ich keinen Platz wirklich. Hier in die Mitte muss noch irgendwas rein. Ich finde, was einfach perfekt in einen Kreisverkehr, der an einem Güterbahnhof liegt, mitten in einer Wodka-Pumpenproduktion, ist eine Kindertagesstätte. Hier können halt die Kinder drin hocken, wenn es regnet. Hier gibt es Wodka für die Erzieher. Hier haben sie einen kleinen Spielplatz mit Streichelzoo, alten Kanonen, Fitnessgeräten und was man halt so alles haben will als Kind, wie zum Beispiel schwere Steine. Und hier an der Seite gibt es eine kleine Arena, falls die Kinder mal Stress untereinander haben, können die Erzieher die Kinder halt in die Arena schicken, da gibt es einen kleinen Kampf auf Leben und Tod und das Problem ist gelöst. Und damit gedeiht die Stadt eigentlich gerade wunderbar. Ich kann eigentlich gerade nichts wirklich bauen, weil alles, ja, eigentlich alles muss erstmal aus dem Boden ploppen. Hier brauchen wir halt mehr Menschen. Aber wir können mal gucken, wie es mit der Bildung aussieht. Ah, Grundschule, da ist ein kleiner Mangel, aber ich weiß nicht, also wie viele Grundschulen habe ich? Ich habe 4 Stück, das reicht. Ich habe 2 Oberschulen. Das reicht auch, solange das hier nicht voll ist. Und Universitäten. Also wenn ich tatsächlich Bewohner habe, die es hinkriegen, ohne Universitäten und Universitätsabschluss zu kriegen, dann wozu eine Universität? 6% hochgebildet, würde ich sagen, ist auch für eine Stadt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Guckt, nur 22% sind ungebildet, 45% sind gut gebildet. Also eigentlich müsste ich ein paar Grundschulen wieder abreißen, aber ich baue einfach mehr Gebäude nach und nach. Und lasse das jetzt einfach so mit der Bildung. Das passt schon so. Aber ich kann den weiteren Plan ausbauen. Weil ich habe ja Kohle ohne Ende. Das heißt, hier kommt eine Straße rüber. So, der weitere Plan ist, dass jetzt hier rüber Kartoffelfelder hinkommen. Weil man kann ja auch Wodka aus Kartoffeln herstellen. Man muss sie nicht unbedingt aus der Erde pumpen. Auch wenn natürlich der Erdwodka sehr aromatisch ist. Und ich finde, was in dieser Stadt noch fehlt, ist ein bisschen Crystal Meth. Und hier, das sieht aus, als könnte man ein bisschen Crystal Meth aus der Erde hauen. Also wird hier ein Erz-Crystal Meth Industrie-Ding hinkommen und Autobahn, die dann hier so rumgeht und shit.
Ja, das wird gut. Aber das alles beim nächsten Mal, denn ich habe keinen Bock weiter aufzunehmen, weil ich nach jeder Aufnahme OBS sagen muss, hey, benutzt dieses Mikrofon. Er ist immer wieder danach wegmacht. Das ist keine Ahnung, was. Das muss ich auf jeden Fall fixen, weil sonst kann ich kein Minecraft, kein City Skylines aufnehmen. Das ist. Ich liebe Technik. Einfach toll. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.